stellen sich das vor, da stehen die stundenlang, bis die kommen und spielen. Also die Fans da hinten, ja. Und dann machen die einen Schnappschuss und dann stellen sie zu Hause, wenn sie einen Film entwickelt haben, fest, der ist nichts geworden. Das kann ihnen nicht passieren, wenn sie digital fotografieren. Da können sie nämlich sofort kontrollieren. Aber wie steigt man am besten ein in die digitale Fotografie? Wir zeigen es ihnen. Früher war der Weg zu ihrem Fotogeschäft ein riskantes Spiel. Erst eine Woche bangen Wartens und dann die Enttäuschung beim Bilder abholen. Gerade ihre Lieblingsmotive entsprechen nicht den Erwartungen. Mit einer digitalen Kamera wäre das anders. Damit kann man sich seine Aufnahmen sofort ansehen. Das Schöne, man kann seine Bilder am PC nachbearbeiten. Inzwischen gibt es qualitativ hochwertige Digitalkameras für jeden Geldbeutel. Drei Modelle haben wir für Sie genauer angesehen. Beispiel 1, die Mavica von Sony mit 10-fach Zoom und 380.000 Bildpunkten für rund 1.600 Mark. Sie speichert ihre Aufnahmen auf einer herkömmlichen 3,5-Zoll-Diskette. Man kann sich die Bilder sofort am Computer ansehen und bearbeiten, und zwar mit jeder beliebigen Bildbearbeitungssoftware. Nachteil, die begrenzte Speicherkapazität der Diskette. Für ein Bild im Standardformat ist die Auflösung zu gering. Beispiel 2, die DC200 von Kodak für ca. 1.300 Mark. Mit über 1 Million Bildpunkten sind die Bilder auch bei größeren Formaten noch sehr scharf. Vorteil, hier können Sie bereits während der Aufnahme das Ergebnis Ihrer Bilder kontrollieren, indem Sie sich die Bilder im großen LCD-Sucher ansehen und eventuell wieder löschen. Nachteil, um Ihre Fotos am PC zu bearbeiten, müssen Sie die Kamera erst über ein Verbindungskabel an die serielle Schnittstelle Ihres Computers anschließen. Dann können Sie Ihre Bilder beliebig bearbeiten. Beispiel 3, die Olympus 1400L mit 1,4 Millionen Bildpunkten für 2500 Mark. Dieses Modell ist das einzige mit Spiegelreflextechnik und daher für besonders hohe Ansprüche geeignet. In puncto Bildqualität übertrifft sie alle anderen Kameras. Weiterer Vorteil, auf die eingebaute 4MB-Karte können bis zu 49 Bilder in hoher Qualität gespeichert werden. Was aber tun mit Ihren alten Aufnahmen? Dank digitaler Technik gibt es auch für verpfuschte und sogar zerrissene Bilder Rettung. Die Foto-Express-Kette bietet bundesweit einen kostengünstigen Service an. Ihre Aufnahmen können digital retuschiert, farbkorrigiert und repariert werden. So haben Sie, auch wenn Sie jetzt auf eine digitale Kamera umsteigen, trotzdem noch Freude an Ihren alten Bildern. Im Büro oder zu Hause kommen derzeit hauptsächlich folgende Scannertypen zum Einsatz. Der Handscanner für kurze Textabschnitte oder kleine Grafiken. Der Einzugscanner, mit dem sich nur lose Blätter verarbeiten lassen. Und der Flachbettscanner, der zwar erheblich mehr Platz braucht, aber auch in der Lage ist, größere Formate und gebundene Vorlagen abzulichten. Relativ neu sind sogenannte Kombigeräte, die in einem Gehäuse Scanner, Drucker und Farbkopiergerät vereinen. Der Vorteil? Am PC wird nur eine Schnittstelle belegt, nämlich die Parallele. Installation und Bedienbarkeit sind einfach und der Preis mit etwa 1700 Mark überschaubar. Ideal also für kleine Büros, wo farbige Ausdrucke wichtig sind, gelegentlich gescannt wird und Fotokopien nicht zu Hunderten durchgejagt werden. Handscanner haben zwar technisch gesehen erhebliche Fortschritte gemacht in der letzten Zeit. Dieses Gerät bietet beispielsweise eine Auflösung bis zu 1600 dpi. Aber das Zusammensetzen mehrerer Scanstreifen zu einem ganzen Bild ist noch immer eine Wissenschaft für sich. Wer jedoch nur Briefköpfe, Visitenkarten oder kleine Fotos einscannen möchte, der ist hiermit gut bedient. Die Scanner-Tastatur ist ein Schritt hin zum papierlosen Büro. Sie wird an den Tastaturport und die serielle Schnittstelle angeschlossen. Im Scanschacht werden Rechnungen oder Briefe, die im PC verwaltet werden sollen, eingelesen. Die mitgelieferte OCR-Software, das steht für Optical Character Recognition, also optische Zeichenerkennung, wandelt die Bildpunkte um in ein Textformat, das weiterbearbeitet werden kann. Die Scanner-Tastatur kann zwar nur Vorlagen in Schwarz-Weiß ausgeben, dafür ist sie platzsparend und einfach zu installieren. Ein besonders pfiffiger Einzugscanner ist dieses Gerät. Wenn ab und an doch mal auch größere Vorlagen digitalisiert werden sollen, nimmt man den motorisierten Scannerkopf ab und setzt ihn auf die Vorlage. Er fährt sie in der erforderlichen Geschwindigkeit gleichmäßig ab. Angeschlossen wird das Gerät übrigens an die parallele Schnittstelle,
mit einem Adapter, der den gleichzeitigen Gebrauch von Scanner und Drucker zulässt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Doch je besser die Scanqualität, desto höhere Anforderungen werden an den Computer gestellt. 16 MB RAM und einiges an Festplattenspeicher sollten es schon sein. Sonst macht's keinen Spaß. Und wenn die Vorlage nicht so griffig und flach ist wie hier, kann es schon mal Probleme geben. Der Allrounder unter den Scannern allerdings ist und bleibt der Flachbettscanner. Es gibt ihn inzwischen ab etwa 400 Mark aufwärts. Die Qualität wird durch Farbtiefe, zum Beispiel 24, 30 oder 36 Bit, Schärfe und Scangeschwindigkeit bestimmt. Doch die wird in Deutschland teilweise künstlich niedrig gehalten. Grund hierfür sind die Gebühren der VG Wort, die ab einer bestimmten Geschwindigkeit anfallen und vom Hersteller zu entrichten sind. Unser Tipp: Benutzen Sie statt des Deutschen einen internationalen Treiber und ab geht die Post. Die Installation erfordert in der Regel das Einsetzen einer mitgelieferten SCSI-Karte für einen breiteren Datentransfer und teilweise das Ändern von Einstellungen. Doch wenn's dann funktioniert, lassen die meisten Flachbettscanner keine Wünsche mehr offen. Ein wichtiger Aspekt beim Kauf ist auch die mitgelieferte Software. Denn auch hier gibt es hinsichtlich Texterkennung und Bildbearbeitung gewaltige Unterschiede. Und die Datenmenge der eingelesenen Bilder ist in der Regel nur noch mit einem High-End-PC zu bewältigen. Übrigens, einige Computerzeitschriften haben in ihren Mai-Ausgaben umfangreiche Scanner-Tests. Infos zu den bei uns gezeigten Geräten gibt's auf unserer Homepage oder per frankiertem Rückumschlag. Adresse am Ende der Sendung. Wow!